Freunde und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich drehe heute anlässlich des Jahresabschlusses ein Jahresfavoritenvideo. Ich bin gerade eben wirklich mit dieser Tüte in meiner Wohnung rumgelaufen und habe nach allen Sachen gekramt, die mich wirklich dieses Jahr lang begleitet haben. Entweder schon das ganze Jahr über oder erst seit neuestem, aber hat mich halt direkt überzeugt. Es geht hauptsächlich natürlich um Make-up, Kosmetik, Haare, aber es sind auch ein paar andere Sachen dabei. Also lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zusehen. Ich greife jetzt hier einfach mal blind rein. Und, oh, mein Lieblingsteil. Leute, diese Foundation, ich habe sie euch in wirklich allen letzten Videos gezeigt, das ist und bleibt meine Lieblingsfoundation. Das ist die Bare Minerals Bare Pro Foundation. Übrigens ist dieses ganze Video mit keiner einzigen Kooperation verbunden, deswegen gibt es keine Rabattcodes. Ich verlinke euch aber trotzdem alles in der Infobox. Also diese Foundation ist für mich die beste Foundation, die ich hatte in Bezug auf meine Haut. Ich hatte ja ganz schlimme Haut gehabt und dann habe ich mit dieser Foundation angefangen und davon ist einfach nichts schlimmer geworden. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, wenn ich sie benutzt habe und mich abgeschminkt habe, ist meine Haut sogar wieder ein bisschen besser geworden. Also der Heilungsprozess ist einfach fortgeführt worden und ich liebe diese Foundation. Ganz kurz zur Farborientierung. Ich habe, wenn ich sehr hell bin, die 7 oder 8. Die sind ziemlich identisch, die Töne. Die 8 ist ein Ticken dunkler. Wenn ich so bin wie jetzt, also wirklich mit Selbstbräuner, habe ich die 13. Und wenn ich wirklich im Urlaub war und echt braun geworden bin, habe ich die 16. Also so kurz zur Orientierung, das sind alles gelbstichige Töne und ja, gerade habe ich die 13 drauf, die habe ich auch hier gerade in der Hand. Ich greife erneut rein und ein Parfum. Dieses Parfum habe ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen von einer Freundin, das ist Burberry Weekend, heißt es glaube ich, ja. Ich finde das so ein schönes Parfum, das habe ich wirklich im Alltag super gerne getragen. Ist jetzt nicht so ein Abendduft, weil es eher so leichter ist so ein bisschen. Aber es ist schon irgendwie trotzdem stark und nicht so blumig, sondern so madammig. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Parfum. Und ich bin bei Gerüchen wirklich schwierig. Ich greife erneut rein. Und das ist Cuisine Soja. Ja, ich verzichte ja seit meinen Hautproblemen komplett auf Milch. Das habe ich auch wirklich komplett durchgezogen. Ja, manchmal esse ich Käse oder Quark oder so. Aber das sind wirklich absolute Ausnahmen. Ansonsten bin ich hier zu Hause komplett milchfrei. Und da ich aber gerne mit Sahne koche, kann ich euch das empfehlen. Also wer das mal versuchen will oder generell den Milchkonsum etwas zurückschrauben will, kann ich euch nur das hier empfehlen. Kaufe ich immer, ist von Alpro, kostet 99 Cent, I don't know, richtig günstig und man schmeckt wirklich überhaupt keinen Unterschied. Wirklich nicht mal 1%. Redet euch das nicht ein, es schmeckt nicht anders. Ja, ich koche nur noch damit oder mit Kokosmilch oder was auch immer, aber Sahne kommt mir nicht ins Haus. Aha, da muss ich jetzt aber nochmal andere Produkte hinzufügen, denn es gibt ja bei mir keine meistgestelltere Frage als, was trägst du auf den Lippen? Und ja, dieses Jahr, muss ich sagen, war das so meine, zumindest bis vor kurzem, echt das, was ich immer drauf gemacht habe. Lip Liner Manhattan 59G, ich trage schon eigentlich seit 2 Jahren. Dann darüber den Huda Beauty Liquid Lipstick in der Farbe Crush. Trage ich auch schon Ewigkeiten, seit 1,5 Jahren. Und jetzt relativ neu ist von Kylie Jenner der Money Mindset Lippenstift. Qualitativ muss ich sagen, nicht wirklich gut. Also mir ist noch nie ein Lippenstift abgebrochen und der ist mir abgebrochen. Der sieht komplett verkrüppelt aus. Aber die Farbe ist Hammer, einfach um es nochmal so ein bisschen mit dem Finger drauf zu tupfen, weil ich einfach dieses sehr helle sehr mag. Aber alleine der funktioniert nicht. Also ist nicht unbedingt ein Must-Have, weil man findet bestimmt ein günstigeres Dupe dazu, aber ich habe ihn mir bestellt und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn jetzt habe. Man muss ihn aber nicht unbedingt nachkaufen, aber es ist wirklich ein Jahresfavorit von mir. Leute, diese Abschminktücher habe ich mir vor 2 Wochen oder so erst gekauft und es gab keine anderen, deswegen habe ich die genommen. Die sind, glaube ich, ein bisschen teurer als die anderen, die sind von Neutrogena, aber das sind Hydro Boost Abschminktücher. Ich habe nämlich echt ein trockenes Gesicht und hatte immer so ein ungutes Gefühl, nachdem ich so BB und so benutzt habe. Und mit diesen Abschminktüchern fühlt sich mein Gesicht danach so gut an. Also ich mache das wirklich nur, um das Grobe abzunehmen. Und dann wasche ich mein Gesicht nochmal mit einem Waschgel. Zeige ich euch auch gleich. Aber die haben mich wirklich vom allerersten Mal direkt überzeugt. Und ich werde nur noch die kaufen. Ausgeschlossen, nur noch die war für mich nach der ersten Anwendung ganz klar.
Das ist ein Produkt, ihr Lieben. Das habe ich euch auch schon vor, ich glaube, mehr als 2 Jahren gezeigt. Das ist mein Deo, was ich seit Jahren benutze. Das ist Garnier Ultra Dry. Immer das Grüne. Ich kann nicht ohne das Deo. Bei mir funktioniert auch kein anderes Deo. Ich benutze nur das. Ich glaube, das ist ja nicht aluminiumfrei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Würde wahrscheinlich draufstehen. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber besser als stinkt, sage ich nur. So, der nächste Griff ist mein Selbstbräuner. Wie gesagt, ich habe ihn auch gerade drauf. Ihr seht die Farbe. Ich finde die richtig schön. Ich benutze den St. Moritz auch schon Ewigkeiten. Habe ich auch euch schon vor bestimmt 2 Jahren gezeigt. Der kostet auch, ich meine gerade mit dem Handschuh, nur 12 Euro. Und ihr habt da echt lange von, weil wir müssen ja nur so einmal die Woche ungefähr auftragen. Ich habe dazu auch ein Video. Also wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, schaut euch einfach mein Video an. Und ja, das ist für mich der beste Selbstbräuner einfach. Ich habe vieles getestet. Ich bin immer wieder so preis-leistungsmäßig auf den zurückgekommen. So, dann kommen wir zur Abwechslung mal zu den Haaren. Und da habe ich 2 Lockenstäbe für euch, die ich wirklich immer benutze. Und das sind auch dieselben, nur in verschiedenen Größen. Ich hatte erst den. Das ist, glaube ich, der in 32 mm. Der hat mich sofort überzeugt. Der ist super easy. Der hat hier nur einmal so einen Knopf zum Drehen, wie heiß. Und dann einmal an, aus. Fertig. Der hat eine Klappe. Ich liebe es, mit der Klappe zu arbeiten. Da kann man einfach so ein bisschen mehr Looks machen. Und ich fand den so cool, dass ich mir den auch nochmal in größer, in 38 mm bestellt habe. Da habt ihr wirklich mehr so einen Föhn-Look, sage ich jetzt mal. Also deutlich größere Wellen. Ist nur für Mädels geeignet, wo die Wellen auch gut halten. Wenn ihr jetzt eh so Haare habt, wo man sagt, fällt schnell wieder raus, dann 32 mm. Ansonsten, wenn es bei euch hält, geht beides. Ich benutze auch immer beides. Meistens den, weil es einfach schneller geht. Aber wenn ich richtig geil, so richtig fett, viel Volumen habe, dann benutze ich den kleineren. Und wenn ich die Haare so wie gerade haben will, dann benutze ich dieses Ding hier. Das ist die Tondeo Hot Brush. Ich hatte einen Rabattcode, leider momentan nicht. Es tut mir leid. Wenn ihr bei mir auf Instagram up to date seid, dann habt ihr immer meine Rabattcodes am Start. Gerade habe ich keinen. Ich habe mir heute zum Beispiel die Haare mit dem gemacht. Also das ist auch einfach so ein geschwungener Look. Das ist nichts für Locken. Das ist kein Lockengerät. Das ist, ich habe glatte Haare und die sind unten so ein bisschen geschwungen. That's it. Also so wie heute, ne? Das ist das Ergebnis davon. Das benutzt man auch übrigens im trockenen Haar. Da kommt keine Luft raus. Das wird wie ein Lockenstab einfach nur heiß. Und dann wickelt ihr das so um euer Haar, hochhaltet, bla bla bla. Habe ich auch 1, 2 Tutorials auf jeden Fall dazu. Jetzt kommt das wichtigste Produkt des Jahres. Dieses Produkt hat meine Haut einfach gerettet. Und zwar diese Waschcreme. Also ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, wahrscheinlich nicht. Es liegt wahrscheinlich an allem, dass ich dieses Make-up hier benutze von Bare Minerals, dass ich keine Milchprodukte mehr verzehre und wahrscheinlich auch an diesem Waschgel. Also diese Kombination war für mich lebensrettend. Es ist eine Reinigungscreme übrigens aus der Apotheke von Avène. Das kostet 15 Euro, aber es hält tatsächlich sehr lange, weil man immer nur relativ wenig braucht. Also ich habe davon bestimmt immer 3 Monate auf jeden Fall. Das schäumt nicht so arg, also ihr müsst schon euer Gesicht nass machen, dann ein bisschen drauf, so eine Haselnussgröße, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann einfach so richtig gut einreiben und wie gesagt, es schäumt nicht so extrem, weil es eine Reinigungscreme ist, aber ein bisschen schäumt es schon. Und ja, es hat einfach mein Gesicht gerettet, was soll ich euch sagen. Ich habe das hier auch in Hydra, also feuchtigkeitsspendend. Es gibt, glaube ich, verschiedene von denen für ölige Haut, bla bla bla. Aber Leute, das wird einfach immer in meinem Schrank bleiben und auch nicht mehr verschwinden. Und zu guter Letzt habe ich noch 2 neue Düfte. Die habe ich relativ neu auch, aber die haben mich wirklich von Anfang an überzeugt. Und wie gesagt, bei Düften bin ich halt sehr kritisch. Also ich habe wirklich eine kleine Auswahl. Und ja, das ist einmal von Yves Saint Laurent, dieses neue. Ich weiß auch gar nicht, wie das heißt. Hier steht nichts drauf, aber der Flakon ist so unglaublich schön. Das ist ein stärkerer Duft auf jeden Fall, ein sehr femininer, damenhafter Look. Also das ist nichts für junge Mädels, würde ich sagen. Und der andere ist von Gucci Flora, den habe ich auch heute drauf, den habe ich auch ganz neu. Aber ich weiß einfach, dass ich den oft rocken werde. Das ist für mich so ein Frühlingsduft eigentlich eher. Der ist relativ leicht und blumig, Flora sagt es aber. Trotzdem nicht zu süß und da ist trotzdem noch dieses Erwachsene drin. Ich mag halt nicht so, also ich mag halt eher so, ja, damenhafte Düfte, die halt auch so ein bisschen schwerer sind, aber es darf trotzdem halt süß oder halt irgendwie in jede andere Richtung gehen. Wisst ihr, was ich meine?
So, ich glaube, das waren wirklich meine absoluten Lieblingsprodukte. Es gibt natürlich noch total viel mehr, aber das ist so die kleine, engste Auswahl, wo ich sage, so, das ist unverzichtbar gewesen und wird es auch noch sein. Also das sind so Produkte, die ich noch ewig lang benutzen werde und auch schon lange benutze. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch ein paar coole neue Produkte vorstellen und ihr hattet Spaß an dem Video. Wie gesagt, das ist alles unten in der Infobox verlinkt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsprodukte im Jahr 2019 waren. Ich habe euch ganz doll lieb. Für die mich jetzt noch nicht abonniert haben, ihr könnt mich gerne einmal kostenlos abonnieren und kein Video mehr zu verpassen. Und einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im Jahr 2020 wieder. Ich habe euch ganz, ganz, ganz doll lieb und bis zum nächsten Video. Muah!